Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Stück Scheiße unter die Erde zu bringen. Ein Stück Scheiße mit dem Namen John Webber, a.k.a. talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals etwas in seinem Scheißleben erreichen wird. Die meisten werden sich jetzt verständlicherweise fragen, wer? Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, war Teil von der von San Diego gegründeten Rap-Crew Money Rain. Nachdem San Diego Money Rain verlassen hatte, hat talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, weiterhin so getan, als würde Money Rain existieren. Damit er mit einem Namen arbeiten kann, den San Diego bereits etabliert hatte, weil sich kein Mensch auf diesem Planeten für talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, interessiert. Er hing also immer noch an den Eiern von San Diego, obwohl der Penis schon längst das Land verlassen hatte. Irgendwie hat er es dann geschafft, den nicht talentfreien Rapper Yuri dazu zu bewegen, an dieser homosexuellen Autotune-Koalition teilzunehmen, zumindest für eine gewisse Zeit. Doch sowohl Yuri als auch San Diego haben sich schon lange von John Webber abgewendet, weil er eine hinterhältige, famegeile Fotze ist. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, behauptet von sich selbst, er wäre der CEO von Money Rain. CEO bedeutet Chief Executive Officer, also so viel wie Geschäftsführer. Er halluziniert sich da also sowas ähnliches wie eine Karriere zusammen, weil er mal an San Diego dran war. Weißt du, was noch an San Diego dran ist? Seine Arschhaare. Und mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass seine Arschhaare behaupten würden, sie wären der CEO von irgendwas. Du bist nicht mal der Hausmeister von Money Rain. Halt deine Fresse. San Diego hat 10 Jahre die Texte von John Webber geschrieben, hat ihm die Texte dann noch vorgerappt, die selbstverständlich falsch nachgerappten Spuren dann noch stundenlang in den Takt geschoben, ihn abgemischt, gemastert, ihm Kollega vorgestellt, ihm Features mit Kollega ermöglicht, ihm CD-Releases ermöglicht, er hat ihm sogar seinen Namen gegeben. Früher hieß talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, nämlich Spurty. Spurty. Was ist das denn für ein peinlicher Name, du peinliches Opfer? Das klingt ja fast wie Bird, du Vogel. Man findet genau bis 2010 noch Songs von diesem Vogel Spurty. Und das liegt daran, dass er danach umbenannt wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. Er hat sich nicht umbenannt, sondern er wurde umbenannt. In echt heißt er Johann Webber und dann haben San Diego und Kollege am Studio bei den Arbeiten an Boss Aura zwischen 2010 und 2011 aus Johann Webber John Webber gemacht. Ein ehrenloser Hurensohn war geboren. Nur scheiße, dass auf seinem Unterarm immer noch Spurty tätowiert ist. Ein Name, für den er sich heutzutage in Grund und Boden schämt, weil er fast genauso peinlich ist wie der Typ an sich. San Diego hat ihm jede Tür geöffnet, durch die er jemals durchgegangen ist. San Diego hat ihn gecoacht, ihn erschaffen und ihn getauft. San Diego ist also in jeder Hinsicht Johann Webbers Vater. Nun bringt talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals etwas in seinem Scheißleben erreichen wird, einen Diss-Track gegen seinen eigenen Vater, gegen seinen Ex-Partner Yuri und gegen mich, der sich öffentlich noch nie zu ihm geäußert hat. Es gibt einfach überhaupt keinen Grund, warum er mich disst. Was ist seine Motivation? Sogar in der San Diego-Analyse habe ich ihn nicht einmal erwähnt, was daran liegt, dass ich nicht mal wusste, dass er existiert. Obwohl ich Songs von San Diegos und talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, gemeinsam im Kollabo-Album Money Rain Entertainment dafür benutzt habe. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, hat eine besondere Gabe. Obwohl er existiert, schafft er es trotzdem, eine Nicht-Existenz zu simulieren. Eigentlich müsste er ein erfolgreicher Atomphysiker sein, weil er es schafft, ein absolut hochkonzentriertes Nichts zu erzeugen, nämlich sich selbst. Aber es handelt sich dabei um ein Paradoxon, denn er kann niemals ein erfolgreicher Atomphysiker sein, weil er niemals in irgendetwas Erfolg haben wird. Und da liegt auch die Antwort. Er denkt, wenn er eine der meistgehassten Personen auf der Welt ist, ich habe fast so viele Hater wie Hitler, dann könnte er Fame und Erfolg abgreifen. Okay, Fame gebe ich dir heute, aber Erfolg nicht so ganz. Wollen wir doch mal sehen, was talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, da so hingekackt hat. Bestimmt ein Haufen Scheiße. Das bahnbrechende Meisterwerk von talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, heißt Hit 'em Up. Bastard. Bastard. Ohne Scheiß, es ist kein Problem, dass uns das wirklich nicht. Keiner hat was dagegen. Wir haben uns sogar gefreut. Wir haben uns die Hände gerieben. Wir haben gedacht, geil, geil, geil. Das wird richtig funny, Alter, weil du so ein wackes Ultra-Opfer bist. Aber warum? Warum musst du Tupac damit reinziehen? Hit 'em up, war das wirklich notwendig? Der dreht sich nicht nur im Grab um. Der rotiert im Grab. Der macht Schrauben im Grab. Der macht Bodenton im Grab. Flickflacks und Pirouetten, du jämmerlicher Bastard. Musste das wirklich sein? Hit 'em up, bitch! Bastard.
Was einem sofort auffällt, ist, dass der Kameramann unglaublich gut gearbeitet hat. Ich meine, wie hat er das überhaupt gemacht? Man kann talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, tatsächlich erkennen. Eigentlich müsste sein Gesicht komplett schwarz sein, weil er so krass in San Diegos Schatten steht. Talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, führt nämlich ein sehr schattiges Leben, weil San Diego ihn in jeder Hinsicht um das 1-Milliardefache übertrifft. Aber mal Spaß beiseite. Also nicht das mit dem Schatten war ein Spaß, sondern dass das Kamerateam gut gearbeitet hat. Das Video ist nämlich richtig krasse, low-budget, amateurhafte Fremdschirm-Scheiße der untersten Schublade. Und ich meine wirklich die unterste Schublade, da wo die Pornos liegen. Da liegt voll die krass spannende Musik drunter und es passiert einfach nichts von Bedeutung. Und das 3 Minuten lang. Es ist langweilig und scheiße gedreht und langweilig und scheiße gespielt. Und John Webber ist ein Hurensohn. Es gibt dieses typische, wir entführen Leute, foltern und erschießen sie dann. Nur alles auf die schlechtmöglichste, ausgelutschteste Gammelart, die man sich vorstellen kann. Er lässt uns kidnappen und dann bekommt er einen Anruf von den Leuten, die er beauftragt hat, um uns zu kidnappen. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist er verängstigt und im Auto herrscht übertriebene Anspannung. Als würde ihn gerade ein Erpresser anrufen, der seine scheiß Hurenmutter als Geisel festhält und jetzt mit ihm seine Lösegeldforderung und die Übergabe besprechen will und nicht als hätte er etwas in Auftrag gegeben. Ist aber auch nicht weiter verwunderlich, dass talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, nicht den allerbesten Gangsterboss darstellen kann. Denn im wahren Leben ist er Schlosser von Beruf. Talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, hat im wahren Leben nichts zu melden. Obwohl, doch. Ihr könnt ihn anrufen, wenn ihr euch mal ausgesperrt habt von zu Hause. Zuerst ist er mich. Und das mit einem Double, das mir nicht mal ansatzweise ähnlich sieht. Und jetzt gebt euch mal diese bahnbrechenden, übertrieben heftigen Flow-Passagen. Julian lässt sich von Diego ein paar Parts verfassen. Doch das bisschen Geld dafür hat seine Bitch für ein paar Prada-Taschen auf dem Bazar gelassen. Inhaltlich gibt es nichts, was man nicht schon tausendmal gehört hat. Diss-Tracks abgesprochen, Battle abgesprochen, San Diego und ich befreundet. Aber nur mal so ein paar Sachen in den Raum gestellt. Dass SpongeBoss jeden seiner Gegner zur Sicht hat, steht außer Frage, oder? Und was wäre rein theoretisch daran verwerflich, wenn ich jemandem, dem ich sehr viel Schaden zugefügt habe, eine neue Chance geben würde, um sich zu beweisen? Also wenn San Diego SpongeBoss wäre, was man ja nicht so genau weiß, weil das ist ja alles ein sehr gut gehütetes Geheimnis, und ich ihm gesagt hätte, mach doch einfach mal mit wie jeder andere, dann ist doch nicht gleich das Ergebnis abgesprochen, nur weil man sich kennt. Ich kenne viele Leute, die bei mir teilnehmen. Die Qualität seiner Runden sprechen eine sehr deutliche Sprache. Er hat einwandfrei gesiegt, egal wie gut ich mit ihm befreundet bin oder nicht. Man kann ja den Skill nicht faken, der nötig war, um alle zu bumsen. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, behauptet weiterhin, dass SpongeBoss 30 Wochen Zeit hatte, um sich auf seine Runde vorzubereiten. Ja, das klingt plausibel. Sehr authentisch. Das ist ja nur mehr als ein halbes Jahr. Magst du mir mal ganz kurz erklären, wie das genau abgelaufen sein soll, du Illuminatenverschwörungsspasti aus der Klapsmühle? Außerdem sagt er, mit der Vorbereitungszeit hätte jeder Gio gefickt. Nur mal so als Vergleich. Du hattest 2 Jahre Zeit für deinen 24-Minuten-Diss, hast 3 Gegner mit riesigen großen Angriffsflächen und hast dich am Ende nur selber gefickt. Also, wem willst du jetzt hier irgendwas erzählen? Dann kommt was über meine tote, vergammelte Mutter. Wobei das Highlight mein eigenes Gelaber ist. Ich bin das Beste am Video. Ich bin echt enttäuscht von deinem Track bis jetzt. Ich dachte, du holst da richtig krasse Sachen raus. Also wen willst du ficken? Du kriegst keine mehr hoch. Denn Julian, Schwulien, hat eine erektile Dysfunktion. Deswegen bevorzugt er statt Sex mit Mädels lieber dick zu blond. Dann kommt er damit, dass ich keinen hochkriegen würde. Und ich weiß auch genau, auf was er das bezieht. Aber talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, ist leider ein talentfreier Bastard und wird niemals was in seinem Scheißleben erreichen. Deswegen weiß er nicht, wie er Dinge verpacken soll. Er bringt das so unauthentisch, unglaubwürdig, dass man gar nicht peilt, dass die Geschichte tatsächlich einen Funken Wahrheit beinhaltet. Ich werde euch jetzt mal die ganze Geschichte erzählen. Es gab da mal so einen Abend. An diesem Abend beteiligt waren ich, der Arsch nennt sich immer zuerst, talentfreie, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, 3 andere Kerle, eine Fotze und 10 Gramm Koks, das ich bezahlt habe. Für 1000 Euro, du jämmerlicher, undankbarer Bastard. Aber kommen wir zum Kern der Geschichte. Talentfreie, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, hat diese Schlampe organisiert. Eine Schlampe, 5 Typen, die waren natürlich dafür da, dass wir sie durchs gesamte Schlafzimmer penetrieren. Ist ja ganz klar. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass diese Schlampe ziemlich hässlicher Müll war. Da kam dann auch das Problem her wegen meiner Potenz. Ich habe halt eine gewisse Messlatte, was Schlampen angeht. Die dürfen nicht zu hässlich sein, zu fett, zu stinken, zu eklig. Bei talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, da ist die Messlatte ein bisschen weiter unten. Du weißt ja genau, was jetzt kommt, aber die Leute, die wissen es noch nicht und die interessiert es bestimmt brennend. Ich verstehe auch gar nicht, warum du das nicht im Voraus ausgekontert hast. Du bist so ein jämmerlicher Vollversager. Wieso hast du nicht einfach gesagt, dass ich du warst an diesem Abend? Schon hättest du mein Leben gefickt.
Also walten wir unseres Amtes und scheppern diese hässliche Schabracke quer durchs gesamte Schlafzimmer. Und irgendwann sind nur noch talentfreie, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, und ich in dem Raum mit dieser Hure. Ich hatte nämlich immer noch ein paar Probleme mit dem Abspritzen, weil die war einfach so hässlich wie mein Arschloch. Verdammte Axt nochmal. Und was macht talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird? Er hat einen kleinen Analfetisch. Und das ist auch gar nicht schlimm so. Er fragt sie dann, darf ich dich in den Arsch ficken? Und sie so, ja, wenn du mir das Arschloch leckst. Und was macht er? Er leckt ihr das Arschloch. Während ich sie ficke. Also er lutscht da genüsslich an einem Arschloch rum, wo vorher 5 Männer, er selbst eingeschlossen, 1 Zentimeter entfernt reingefickt haben. Ich will hier keine Scheiße erzählen. Wir haben natürlich alle Kondome benutzt, also da ist jetzt keine Wichse in ihr Arschloch gelaufen oder so. Aber trotzdem, selbst mit Kondom ist da Sackschweiß dran, Arschwasser, Schamhaare. Ich habe in diese Schabrackenfotze sogar reingespuckt. Und wenn sie auf dem Rücken liegt, dann läuft diese ganze Scheiße mit Fotzenschleim versifft in ihr Arschloch. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Ihr müsst euch das so vorstellen. Damit er überhaupt an ihr Arschloch drankommt, musste sie nach oben gehen. Also ich rammel diese eklige Schabracke von unten, ich bin nicht stolz drauf, ich ficke diese Schabracke von unten und er leckt dabei ihr Arschloch. Und ich habe Schlepphoden, das weiß jeder. Und bei jedem Stoß, ich schwöre auf alles, schlägt mein Hodensack unten gegen sein Kinn. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Nachdem wir alle fertig waren mit dieser Hure, chillt er alleine mit ihr im Zimmer und macht auf Romantik, auf Gefühle, auf Kuscheln mit einer Matratze. Mit einer durchgefickten, ekligen, hässlichen Matratze. Und jetzt habe ich 2 Fragen an dich, Bastard. Erste Frage. Als ich so deine feste Freundin, ich hoffe, es hat noch mit euch geklappt, als ich so deine feste Freundin vor deinen Augen weggefickt habe und du ihr das Arschloch geleckt hast, mit Sackschweiß, Arschwasser, Schamhaaren von 5 Männern plus meiner Spucke in deiner dreckigen Snitchfresse und meine Eier so gegen dein Kinn geklatscht sind, war das der Moment, wo du beschlossen hast, dass du es mir heimzahlen willst? 2. Frage. Hat es sich gelohnt? Eierkin. Danach geht der Diss-Track weiter mit Juri und da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil der gute Juri hat da selber noch einiges zu sagen. Aber so viel, Eierkin hat nicht nur gerne Eier am Kinn, sondern er zeichnet hobbymäßig Telefonate auf. Guck mal, die wollen keine Videos für mich investieren. Also es wird gar keine Videos mehr von mir geben und keine Interviews und gar nichts mehr. Weißt du was? Ich meine, ich werde ein Album rausbringen, aber ohne Videos. Aber irgendwie tut mir dieser Möchtegern Donny Brasco NSA-Informanten-Snitch-31er-Spasti auch ein bisschen leid, ne? Da hat man so viele Mikrofone, so viele Abhörmechanismen. Aber selbst alle Mikrofone auf der ganzen Welt nützen nichts, wenn man nichts drauf hat, wenn man davor steht. Yo, Dima. Mein guter alter Freund Dima. Dann kommt das Finale von Eierkin. Und das geht gegen San Diego. Und was fällt dir überhaupt ein, deinen eigenen Vater zu dissen? Und was fällt dir überhaupt ein, deinen eigenen Vater so wack zu dissen, Eierkin? Dein Vater schämt sich. Dein Vater hat dir 10 Jahre lang versucht, Rap beizubringen und du triffst nicht mal den Takt, Eierkin. Und was er dann labert, ist ganz großes Kino. Er sagt, dass seine Hauptmotivation für seinen Diss ist, dass San Diego mit Juri cool ist. 2 Leute, die sich von ihm abgewendet haben und dann cool miteinander geworden sind. Ist das nicht seltsam, dass sich alle so schnell es geht von dir verpissen wollen, sobald sie rausgefunden haben, was du für eine Ratte bist? Aber es ist natürlich deren Schuld, dass keiner mit dir abhängen will. Der arme Junge, mit dem niemand spielen will. Wenn sich alle von einem abwenden, dann liegt der Fehler möglicherweise an einem selbst und nicht an anderen. Dann behauptet er, dass Diego sich was einreden lässt von der, Zitat, gierigen Mutter seines Kindes. Bravo! Dafür hast du Stiche verdient. Ohne Scheiß, du hast mit Dima, seinem Sohn, seiner Frau, auf dem Kindergeburtstag von seinem Sohn gechillt. Hast du eigentlich noch einen Funken Anstand in deinem Misskörper, du Bastard? Also die gierige Mutter von Diegos Kind hat dafür gesorgt, dass Diego von Selfmade Geld sehen wollte und die Verantwortlichen vor Gericht gelandet sind. Weiter wird gesagt, dass Diego ein undankbarer Bengel ist, der wegen Machtkämpfen dafür gesorgt hat, dass Kolle sich abwendet. Dann sagt er, dass Diego im Unrecht war, aber er ja so selbstlos gewesen wäre, sich auch gegen Kolle zu stellen. Und das erkläre ich euch jetzt. San Diego hat sehr viel am Album Boss Aura mitgearbeitet und Kollege hat damit sehr viel Geld verdient. Es gab einen Vertrag, dass San Diego Geld für seine Arbeit bekommt, aber Selfmade hatte gar nicht vor, ihn zu bezahlen. Deswegen musste San Diego sich das Geld einklagen, um für seine Familie zu
sorgen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo Diego da jetzt im Unrecht ist. Okay, für Bossaure hätte er die Todesstrafe verdient, aber Arbeit ist Arbeit und für Arbeit bekommt man nun mal Geld. Auch wenn's scheiße ist. Und dass sich Ayakin gegen Kolle gestellt hat und loyal zu Diego war, ist Blödsinn. Er kam ohne Diego nur nicht mehr an Kollegas Schwanz dran, weil Diego und Kolle Freunde waren und nicht Ayakin und Kolle. Das heißt, er musste sich ganz fest an Diegos Schwanz klammern und hoffen, dass die sich irgendwann wieder vertragen. Sich an Schwänze zu klammern, fällt einem, der gerne Eier am Kinn hat, aber bestimmt nicht sonderlich schwer. Aber zum Glück hat er ja jetzt seinen neuen Ghostwriter Rob Banks, das ist das billige Shindy-Plagiat in seinem Video, durch den er dann 2015 wieder an Kollegas Schwanz dran gekommen ist. Außerdem hat billiges Shindy-Plagiat den gesamten Diss geschrieben, weil San Diego ja nicht mehr zum Texten da ist. Nur leider kann billiges Shindy-Plagiat anscheinend nicht so gut vorrappen, denn sonst wäre Eierkind zumindest hin und wieder mal ansatzweise im Takt. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Todes, wacke, flote, offbeat, Wayne-Scheiße des Jahrtausends. Ist dir das nicht peinlich? Ist das wirklich alles, Mann? Dafür hast du 2 Jahre gebraucht, das war die Vollblamage. Vollblamage. Ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, welcher Stempel besser zu dir passt. Dass ein kaputter Wäschetrockner öfter den Takt trifft als du, dass du NSA-Abhörspezialist bist, dass du eine Fame-Hure bist oder dass du öfter Eier am Kinn hast als Peter Griffin. Aber eine Sache weiß ich mit absoluter Gewissheit. Du bist ein talentfreier, jämmerlicher Bastard und wirst niemals was in deinem Scheißleben erreichen. So Leute, tut mir jetzt bitte allen Gefallen, teilt dieses Video, ladet es runter, ladet es bei euch selber hoch, ihr dürft es auch monetarisieren, macht Fotos von Ayakin, schreibt Sprüche, er will unbedingt berühmt sein, das ist doch der Grund für diesen Diss-Track, er will Fame sein. Lasst uns jetzt alle gemeinsam Ayakin Fame machen. Dieses Shirt bekommt ihr in der ausgeleierten Fotze von Ayakins Hurenmutter. Die ausgeleierte Fotze von Ayakins Hurenmutter kann man nämlich problemlos betreten. Ich benutze die ausgeleierte Fotze von Ayakins Hurenmutter als Lagerhalle für meinen gesamten Merchbestand. Und Ayakin, glaub mir, wenn ich es dir sage, mein Merchbestand ist ziemlich groß im Gegensatz zu deinem. Denn ich habe was erreicht. Rest in Peace, Ayakin.